Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, nachdem ich jahrelang die Kintsu V1 benutzt hatte, bin ich zwischenzeitlich auf eine andere Maus umgestiegen, die kein Angle-Snapping bzw. keine Prediction besitzt, und da habe ich erst gemerkt, wie krass sich Sensoren unterscheiden können. Da ich dann im Nachhinein eingesehen habe, dass es um einiges bessere Mäuse gibt als die Kintsu. Aber da es mir die Form der Kintsu einfach von allen Mäusen am meisten angetan hat, habe ich der V2 eine Chance gegeben. Immerhin wurde ja von SteelSeries angepriesen, dass die V2 keine Beschleunigung mehr besitzt und dass der Sensor kein bzw. nur sehr wenig Angle-Snapping besitzt. Nun zur eigentlichen Bewertung, Form, da sie ja baugleich zur V1 ist, ist diese Mausform technisch ein Prachtstück für mich. Schön handlich und eine sehr, sehr gute, griffige Oberfläche. Tasten, die Switches der V2 sind vom Klickgefühl fast identisch zu denen der V1 und lassen sich sehr gut betätigen. Wahrscheinlich sind es sogar die gleichen, aber die meiner V1 sind eventuell schon etwas mitgenommen, deswegen kann ich mich gegebenenfalls täuschen. Der eingebaute Profilwechselschalter über dem Mausrad lässt einwandfrei erreichen und ist auch angenehm zu drücken. Mausrad, das Mausrad lässt sich super drehen und hat keinen Fehler wie das vieler anderer Mäuse, bei dem aus Versehen ein zweiter Drehvorgang registriert wird. Einziger kleiner Minuspunkt ist, dass das Mausrad sehr flach ist und nicht sehr weit aus der Maus herausragt. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.